Hallo und herzlich willkommen, Leute, zum heutigen Vlogmas-Video. Ein weiteres Jahr, ein weiteres Vlogmas und natürlich auch ein weiteres Vlogmas-Quanda stehen an. Heute bekommt ihr es, die berühmt-berüchtigte Frage-Antwort-Runde zu Vlog-Projekten auf der Rumpelkiste. Und ja, ihr konntet mir auf Twitter ein paar Fragen stellen mit dem Hashtag Vlogmas-Quanda bzw. Vlogmas-Q&A. Und die werde ich einfach mal heute in ganz entspannter, sinnlicher Runde beantworten. Manu fragt, Hashtag VlogmasQuanda, interessiert dich der neue iMac Pro? Und die Antwort ist ganz simpel, nö, interessiert mich überhaupt gar nicht. Nicht, weil es keine interessante Maschine an sich ist, also ich meine, alleine Mac mit dieser Leistung zu haben, ist schon mega, mega geil. Und gerade als Video-Editor braucht man ja auch eine Menge Leistung. Und ich bin mir sicher, dass wenn ein iMac Pro hier unten im Studio stehen würde, dass ich dann eine Menge Verwendung für den hätte und locker irgendwie super cool, coole Projekte drauf schneiden könnte. Aber ich habe mich, seitdem ich mich von meinem 5K iMac verabschiedet habe, einfach so sehr an den Mobile Lifestyle gewöhnt mit einem MacBook, dass man immer alle seine Projekte jederzeit mit dabei haben kann. Und das ist was, das würde ich nicht mal für den stärksten iMac Pro der Welt aufgeben, weil, naja, die Leistung in meinem MacBook Pro reicht mir aus und die Portabilität ist da halt einfach ein zu großer Vorteil. Niklas fragt, wie schaut es mit der nächsten Reise aus? Was hältst du zum Beispiel von Australien oder Neuseeland? Das sind jetzt zwei Vorschläge, die du gebracht hast, die tatsächlich noch nicht auf meiner To-Do-Liste stehen, beziehungsweise sie stehen zwar schon so auf meiner Bucketlist allgemein, aber nicht in meinen Plänen fürs nächste Jahr. Nichtsdestotrotz ist aber eine ganze Menge geplant. Wie gesagt, nach Genf werde ich wieder gehen, zur CES, es gibt eine ganze, zur CES, was sage ich da, zur Geneva Motor Show, zur CES werde ich auch gehen, ja, nach Las Vegas, wieder USA, jammern, ich freue mich mega und auch ein paar andere krasse Sachen stehen an. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es wird geile Landschaften wieder geben, es wird wieder viel rumgefahren werden, es werden neue Gegenden erkunden und viele neue Länder werden entdeckt werden. Simon fragt, Hashtag VlogmasQuanda, besitzt du Bitcoin oder andere Kryptowährungen und wie ist deine Meinung dazu? Und ich muss gestehen, dass ich mich jetzt hier schon direkt in tiefe Gewässer wage, denn ich persönlich kenne mich mit Kryptowährungen nicht wirklich krass aus. Natürlich habe ich oberflächlich mitbekommen, was da abgeht und wie krass die Kurse schwanken und so weiter und so fort, aber die technischen Hintergründe sind mir persönlich noch so ein bisschen fremd, also perfekt eingelesen habe ich mich da beim besten Willen noch nicht und auch diese ganzen Geschichten, dass man halt immer die News checkt, was alles als nächstes passieren könnte, warum der Kurs dann hochgeht oder runtergeht. Das sind alles Dinge, in denen ich nicht drinstecke. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Kryptowährungen. Ich habe, ich glaube, 0,05% eines Bitcoins und zwei Litecoins, die ich mir, ich glaube, vor 2 Wochen oder so geholt habe, einfach weil ich das Gefühl hatte, hey, das ist gerade so ein spannender Bereich, da geht es gerade richtig ab. Ich will da auch einfach mal ein bisschen Geld reinstecken und schauen, wo das Ganze hingeht. Einfach weil es sich so anfühlt, als ob man da fast schon mit dabei sein muss. Aber ich mache jetzt kein Daytrading oder so, sondern ich hab mir die jetzt geholt quasi. Und mein Plan ist jetzt einfach mal so 2-3 Monate abzuwarten und dann zu schauen, wie da der Kurs steht. Und naja, vielleicht habe ich dann ein bisschen Geld verdient, vielleicht aber auch nicht. Das wird man dann sehen. Vielleicht ist dann auch die Blase geplatzt. Man weiß es nicht. Vielleicht ist alles weg. Vielleicht ist aber auch doppelt so viel. Joscha fragt, inwieweit wohnen du und Julian abseits von YouTube zusammen? Seid ihr eine richtige WG oder nur so teilweise? Hashtag VlogmasQ&A. Und das ist eine Frage, die bekommen wir relativ häufig und die ist dennoch super schwer zu beantworten, weil wir halt 2 Wohnungen haben und dementsprechend es ein bisschen schwer ist, ganz genau einzugrenzen, was da jetzt eine WG ist und was nicht. Fakt ist aber auf jeden Fall, ich und Julian wohnen zusammen nicht nur wegen YouTube, sondern auch, weil wir persönlich befreundet sind und weil wir, naja, halt einfach gute Kumpels sind. Wir wohnen ja auch im selben Haus. Das heißt, Julian schläft quasi in einem Zimmer, das auch in der Wohnung drin ist, wo das Studio mit drin ist. Aber wir kochen oft gemeinsam hier oben in der Wohnung, wo Ellie und ich wohne. Wir haben ja hier auch das Heimkino-Setup, das wir sehr oft gemeinsam nutzen. Und es ist so ein Mischmasch. Weißt du, durch die 2 Wohnungen haben wir zwar genügend Platz, um uns irgendwie voneinander zu trennen, um Abstand zu haben, wenn wir das haben wollen. Aber wir leben halt auch super viel gemeinsam, machen super viele Dinge zusammen. Von daher ist es halt so ein bisschen eine WG, aber irgendwie auch nicht und im Endeffekt halt einfach besser als eine WG fast, weil die Gemeinschaft da ist, aber man nicht die ganze Zeit aufeinander rumhockt. Flo fragt, Hashtag VlogmasQuanda, wie anstrengend ist es jeden Tag ein Video hochzuladen? Und naja, was soll ich sagen, es ist
mega anstrengend. Das ist so anstrengend, dass ich meine ganzen Pläne, die ich im Dezember noch für den Felix Bar-Kanal hatte, quasi komplett fallen lassen habe, weil ich hatte noch ein paar Videothemen, die ich da eigentlich umsetzen wollte, aber zeitlich ist es eigentlich quasi fast unmöglich. Irgendwie, man filmt jeden Tag ein Vlogmas-Video für den nächsten Tag, muss aber dann noch das Video vom Tag davor schneiden und ich weiß jetzt, dieses Q&A zum Beispiel ist nicht so aufwendig zu schneiden und auch ein Crewcast oder so ist nicht so aufwendig zu schneiden, aber so ein richtiger Vlog oder so ein 5 Dinge, die ich am MX-5 liebe Video oder so, das ist dann halt noch umso aufwendiger und so ist irgendwie der gesamte Tag von diesem Daily Vlog Project sag ich mal, bestimmt und wenn man dann noch versucht, gleichzeitig zu leben, irgendwie Zeit mit seiner Freundin an einem Sonntag zu verbringen oder irgendwie mal einkaufen zu gehen oder die Wohnung sauber zu machen, dann merkt man schon, dass halt die Zeit recht schnell recht eng und knapp wird. Aber nichtsdestotrotz liebe ich das. Das ist jetzt mein drittes Vlogmas und ich werde es auch nächstes Jahr wieder machen, weil es einen halt kreativ super anstachelt, wenn man jeden Tag dazu gezwungen ist, irgendwas abzuliefern. David W. fragt, Hashtag VlogmasQuanda, welche Traumanschaffung, in Klammern, was du schon des Längeren im Auge hattest, hast du dir dieses Jahr zugelegt? Es sind zwei Dinge, um genau zu sein. Erstens, der MX-5, den habe ich im Auge gehabt, glaube ich, seit Anfang, Mitte 2016. Wollte den irgendwie die ganze Zeit haben und dann dieses Jahr war es endlich soweit. Ich habe mir einen geholt und bin super glücklich mit der Entscheidung. Es ist alles, was ich mir erhofft habe und noch viel mehr. Und was auch alles ist, was ich mir erhofft habe und noch viel mehr, ist dieses Studio hier. Das ist ein Gedanke, der kreist in meinem Kopf schon rum seit 2015 oder so. Und dass dieses Studio endlich Realität geworden ist und dass ich endlich nicht mehr nur alleine arbeite, sondern mit einem Kollegen im Team arbeiten kann, ist einfach mega, mega geil. Und das hat sich ja auch dieses Jahr endlich in Erfüllung gebracht. Georg fragt, wenn du dich entscheiden müsstest, nicht so geil im Schnitt und dafür immer pünktlich oder geil im Schnitt und dafür an manchen Tagen kein Upload bei Vlog-Projekten, was würdest du nehmen? Und die Antwort ist da für mich relativ simpel. Wenn es ein Vlogmas wäre, dann würde ich wahrscheinlich im Schnitt komprimieren, weil für Vlogmas ist die Challenge ganz klar gesetzt. Jeden Tag muss ein Upload kommen, komme was wolle und da gibt es kein Vorbei dran. Und dann würde ich halt, wenn es notwendig wäre, im Zweifelsfall am Schnitt sparen. Aber bei allen anderen Vlog-Projekten wäre das für mich keine Option. Da lasse ich lieber mal einen Tag aus, als dass ich irgendwie da die Qualität runterfahre. Bei mir ist es eigentlich am wichtigsten, dass ich Projekte so raushaue, wie sie mir persönlich gefallen und so wie ich am stolzesten drauf bin. Zum Beispiel auf dem Felix Bar-Kanal habe ich seit ungefähr einer Woche mein Alexa-Vergleichsvideo so halb fertig gehabt. Da haben aber noch Effekte gefehlt, Grading hat gefehlt, ein paar Gimmicks haben gefehlt, die ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich mir gesagt, ey, ich lasse lieber zwei Wochen auf dem Kanal kein Video kommen, als dass ich das nicht in der Qualität abliefere, die ich haben möchte. Und genauso würde ich es halt bei großen Vlog-Projekten auch machen. Aber bei Vlogmas ist halt die Challenge, jeden Tag hochzuladen. Und die muss auf jeden Fall eingehalten werden, damit man quasi die Challenge gewinnt. Und von daher würde ich dann da eine Ausnahme machen. Geektastisch fragt, Hashtag VlogmasQuanda, deine Ziele für das kommende Jahr oder lässt du gerne alles auf dich zukommen? Ich bin eigentlich ein Typ, ich mache mir ganz gerne Ziele, aber in letzter Zeit hat sich so viel Geniales ergeben, einfach in den ganzen letzten Jahren, dass ich gerade gar nicht mehr weiß, wo ich als nächstes hin will. Ich bin ganz froh an dem Punkt, wo ich bin. Ich liebe es, im Studio gemeinsam mit Julian arbeiten zu können. Ich liebe die Richtung, in die sich beide meine Kanäle entwickeln. Ich bin sehr zufrieden mit dem Content, den ich in letzter Zeit produzieren kann. Ich bin mit meinem privaten Leben sehr zufrieden und ich habe das Gefühl, dass wenn ich mir jetzt noch unnötig super hohe Ziele setzen würde, dass ich dann mehr Zeit damit verbringen würde, diesen Zielen nachzueifern, als einfach mal zu genießen, wo ich mittlerweile angekommen bin. Und von daher ist mein großes Ziel für nächstes Jahr einfach mal das Leben zu genießen und weiterzumachen wie bisher und auf den Grundsteinen, die ich mir jetzt in den letzten Jahren erarbeitet habe, einfach ein bisschen aufzubauen. In welcher Form auch immer. Weil faulenzen werde ich auch auf gar keinen Fall. Tommy fragt, Hashtag VlogmasQuanda, erwartest du auch sehnsüchtig Apple Pay und ärgerst dich, dass es immer noch nicht in Deutschland verfügbar ist? Nee, tatsächlich nicht. Irgendwie Apple Pay vermisse ich absolut gar nicht. Ich habe eine kontaktlose Kreditkarte, mit der kann man eine ganze Menge machen und es ist schon cool genug. Also ich meine, Apple Pay wäre noch cooler, aber
So hart vermissen tue ich es bisher noch nicht. Was ich aber hart vermisse, noch immer, ich glaube, das habe ich letztes Jahr an dem Quanda auch schon mal gesagt, ist YouTube Red in Deutschland. Was ist es, dass man als YouTuber, wenn man seine eigenen Videos bearbeiten will, immer noch Werbung anschauen muss? Oder wenn man irgendwie Videos... es regt mich auf. Ich will einfach YouTube mit einem Zehner im Monat bewerfen, dafür, dass diese dumme Werbung weggeht. Und ich weiß, jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, hey Felix, installiere einfach einen Adblocker. Aber nicht nur, weil ich selbst von Werbeeinnahmen lebe, sondern auch, weil ich weiß, dass viele geile Projekte nur mit Werbeeinnahmen finanziert werden können, ist es für mich einfach keine Option, da sowas zu installieren. Deswegen YouTube Red, beeil dich mal. Ich will, dass die Creator ihr Geld bekommen, aber trotzdem bitte keine Werbung sehen. Das wäre cool. Ich will nicht mal eure ganzen tollen Shows mit Julian Bam und was weiß ich nicht was, was ihr da alles abgedreht habt. Das könnt ihr von mir aus erst nächstes Jahr bringen. Ist mir Bums, aber bitte lasst mich bezahlen, um diese doofe Werbung wegzubekommen. So, kleiner Rant. Tim fragt, Hashtag VlogmissQuanda. Erstmal, deine bzw. eure Vlogs sind super. Dankeschön. Jetzt zu meiner Frage, wie schwer war es damals für dich, nach Griechenland zu gehen? Ich habe dazu ja vor einiger Zeit beim Roadtrip ein Video gemacht, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich bin, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, erstmal für ein Jahr ins Ausland, nach Griechenland, um dort ein Praktikum zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war überhaupt nicht schwer, dahin zu gehen, weil das genau das ist, was ich mir zu der Zeit in meinem Leben gewünscht habe. Ich war immer so ein bisschen rebellisch, ich war jetzt nicht unbedingt der einfachste Schüler, sage ich jetzt mal, für meine Lehrer und gerade in der Pubertätsphase und auch in meinen höheren jugendlichen Jahren, sage ich mal, habe ich mich immer mehr und mehr mit meinen Eltern in die Haare gekriegt, weil ich einfach meine Freiheit gebraucht habe und diese ganzen Regeln, die es im Haushalt von Mutti gibt, die sind mir da auf den Geist gegangen. Und versteht mich nicht falsch, ich habe mich mit meinen Eltern mit dem besten Willen nicht verstritten. Ich liebe meine Eltern über alles und habe ein super Verhältnis zu denen, aber es war einfach Zeit, dass ich auf Abstand gehe, meine eigenen Wege gehe, einfach mal machen kann, was ich will und nicht nur das in einem eigenen Haushalt machen zu können, weil ich ausziehe, sondern sogar das in einem anderen Land machen zu können, war so geil. Ja, da habe ich mich absolut drauf gefreut. Es war absolut nicht schwer, das zu machen und im Nachhinein, wenn ich darauf zurückblicke, war es auch wirklich die Phase, die mich, glaube ich, persönlichkeitstechnisch am stärksten geprägt hat. Von daher war das dann auch alles im Endeffekt ganz gut. Adrian fragt, Hashtag VlogmissQuanda, kaufst du dir den iMac Pro? Ah ne, habe ich ja schon beantwortet. Nein, ich kaufe den iMac Pro nicht. Ja, schön, dass ihr alle nachgefragt habt, aber nee, so viel Geld für das Ding muss da nicht sein, wenn ich doch den MacBook Lifestyle so genieße. Jonah fragt, Hashtag VlogmissQuanda, was würde deine perfekte Kamera alles als Specs haben und wie würde sie heißen? Meine perfekte Kamera wäre die A7V. Also nicht Sony A7V, es wäre dann noch eine weitere Reihe der Sony Alpha 7 Kameras und zwar die Vlogging Edition. Und im Endeffekt wäre es quasi einfach nur eine Alpha 7S der ersten Generation, also im Body von der A7S I, nicht in diesem dickeren von der A7S II und auch nicht in dem noch größeren von der A7S oder R3, ja, sondern A7S I Body. Ohne bildstabilisierten Sensor, diesen ganzen Quatsch brauche ich nicht, aber mit internem 4K, das wäre noch ganz geil. Und vor allem mit dem Autofokus-System von der A7R II. Denn diese Kamera braucht einfach besseren Autofokus. Und ein Flip-Out-Screen sollte sie auch haben, damit man das einfach umklappen kann, um sich selbst zu sehen, wenn man mal irgendwie Framing einstellen will. Aber ansonsten wäre ich dann mit der Kamera super, super happy. Ich brauche, wie gesagt, diese Bildstabilisierung nicht. Ich brauche 4K 60 FPS oder sowas nicht unbedingt. Ich brauche hier dieses, jenes super Feature, Drehrad, hast du nicht gesehen. So, das ist mir alles Bums. Ich will einfach nur die Lowlight-Performance mit der 7S in 4K mit besserem Autofokus und fucking Flip-Out-Screen. Dann wäre ich schon mega zufrieden. Paufi, komischer Name, fragt, Hashtag VlogmissQuanda, was ist deine schönste Erinnerung, die du mit Vlogmas verbindest? Also auf alle bisherigen Vlogmas-Projekte. Und ich muss sagen, das Schönste, was bei Vlogmas jemals passiert ist, war eigentlich die Tokio-Reise letztes Jahr zusammen mit meiner Freundin. Wir haben Max von My Epic Reviews oder von Epic Vlogs in Tokio besucht und waren da irgendwie, ich glaube, 6 Tage oder so unterwegs, um Vlogmas 2016 zu starten. Und es war eine mega geile Erfahrung, einfach mal wieder in Tokio zu sein. Ich war da nicht mehr, seitdem ich 3 Jahre
alt war. Und da alles wieder zu sehen, da die Stadt zu erkunden, auf die hohen Türme, auf diesen Tokyo Tower, nee, Tokyo Skytree heißt der, glaube ich, hochzugehen, in Tokyo Sushi zu essen als Sushi-Fan. So, es waren einfach alles Dinge, die mega, mega Bock gemacht haben. Und ich wüsste jetzt gar nicht, welche Erinnerung genau ich von diesen 5-6 Tagen in Japan heraussuchen soll. Aber dieses ganze Erlebnis, gemeinsam mit der Freundin auf so einer Reise unterwegs zu sein, das war einfach der Hammer. Zu guter Letzt fragt noch Marvin, Hashtag VlogmasQuanda, ist es nicht manchmal ein bisschen nervig, wenn du so Autoszenen drehst und nach ein paar Kilometern immer die Kameras wechseln musst und immer auf Aufnahme drücken musst und so weiter und so fort? Und da kann ich ganz einfach sagen, nö, das ist überhaupt nicht nervig, sondern es ist gerade geil, weil es der Prozess ist, wo quasi ein Film entsteht. Und ich bin leidenschaftlicher Filmmaker und von daher stört mich das natürlich nicht, da die verschiedenen Winkel und so weiter zu installieren. Nee, es ist gerade das, was mir richtig Spaß macht. Aber ja, ich würde sagen, das war's mit dem diesjährigen Hashtag VlogmasQuanda. Vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Wir saßen hier alle gemeinsam schön zusammen. Und ja, dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.